Du willst dynamisches Pitch-Shifting in DaVinci Resolve? Auf geht's ins Tutorial. Die meisten von euch wissen, dass man den Pitch einer Datei ändern kann, indem man einfach die Audio anklickt und im Inspektor unter Audio den Pitch höher stellt. Pitch-Shifting in DaVinci Resolve? Oder dann halt eben nach unten stellen. Auf geht's ins Tutorial. Aber wenn man das dynamisch gestalten will, dann muss man die Automatisierungsspur nehmen, was ähnlich ist wie Keyframing. Ich gehe also in Fairlight hier unten rein, lade mir auf den Kanal, wo ich das Pitch-Shifting aktivieren möchte, meinen Pitch-Effekt, einfach auf das Plus, Pitch, Fairlight, Pitch und dann kommt das Plugin. Okay, und wenn ich jetzt meine Automatisierungsspur aktivieren möchte, dann klicke ich hier oben auf diesen Button mit der Welle. Und dann muss ich noch hier die Automatisierungsspur aktivieren. Und jetzt werden alle Regler, die ich hier ziehe, in Automatisierungssporen geschrieben für diesen Kanal. Ich kann jetzt also auf Play drücken. Dynamisches Pitch-Shifting in DaVinci Resolve. Auf geht's ins Tutorial. Und das Ganze wurde jetzt gespeichert. Wenn ich mir das angucken will, dann kann ich hier auf Plugins gehen, Pitch und dann Semitones, weil das der Semitone-Regler ist, an dem ich gedreht habe. Und dann zeigt er mir meine Automatisierungsspur an. Du willst dynamisches Pitch-Shifting in DaVinci Resolve? Auf geht's ins Tutorial. Und wenn mir das nicht gefällt, was ich da gemacht habe, dann kann ich das ganz einfach editieren mit diesen zwei Knöpfen. Hier drüben habe ich einen Pencil, also einen Schreiberling, mit dem ich die Kurve einfach selber zeichnen kann. Angenommen, ich will, dass es am Anfang nach unten geht, dann wieder nach oben und dann wieder zurück, dann kann ich das Ganze einfach übermalen. Dynamisches Pitch-Shifting in DaVinci Resolve. Auf geht's ins Tutorial. Oder ich kann mit diesem Button einfach Punkte auswählen und dann mit Entfernen einfach löschen. Aber du siehst, es bleibt hier auf 1 stehen. Das heißt, irgendwo war ein Punkt gesetzt, der nicht auf 0 war. So, jetzt ist er wieder auf 0 und ich kann jetzt hier wieder in der Mitte meine Welle ziehen. Denk allerdings daran, falls du noch andere Clips später hast, diese Einstellung ist auf der ganzen Spur zu finden. Das heißt, du willst es am Ende auf jeden Fall wieder auf 0 setzen. Also nimmst du dir den Stift und malst direkt in die Mitte hier noch so einen Strich rein und dann ist es wieder auf 0. Ganz wichtig ist, diese Automatisierung, die läuft noch nicht mit unseren Timeline-Edits mit. Das bedeutet, wenn ich hier mein Video verschiebe, tja, dann verschiebe ich das Video, aber die Automatisierung bleibt an derselben Stelle. Wenn ich die mit verschieben möchte, dann kann ich hier Automation Follows Edit aktivieren und damit kann ich, wenn ich etwas verschiebe, auch die Automatisierungsspur mit verschieben. Aber du siehst, die Automatisierungsspur wird mehr dupliziert. Deswegen ist es wichtig, dass du solche Pitch-Effekte erst zu allerletzt in deinem Video einbaust. Aber dynamisches Pitch-Shifting ist nur ein Effekt von vielen, den du in DaVinci Resolve Fairlight gratis nutzen kannst. Ich habe dir noch mehr hier drüben verlinkt, also schau dir die doch mal an. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.